glaube, es gab noch nie eine bessere Zeit als jetzt, für Gründer Geld einzusammeln. Als die Pandemie kam, habe ich gedacht, ups, jetzt kommt die Eiszeit. Ja? Und die Eiszeit ist bei uns ein belegter Begriff, wenn ein großer Börsencrash, eine große Wirtschaftskrise passiert, dann ist erstmal alles eingefroren. Darum sagt man Eiszeit. Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencern mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. So, ich sitze wieder mit Daniel Wild, diesmal aber nicht mit ihm, sondern über Zoom unterhalten wir uns heute für eine Stunde in eine neue Folge über Gott und die Welt. Wie ihr es wisst, versuchen wir ein bisschen das Thema in Gott und die Welt zu fixieren, so dass wir nicht zu arg, wie man in Französisch sagt, schmetterlingen, also nach rechts und nach links. Das Thema heute mit Daniel Wild wird sein, wie schaffen wir es, Investoren zu bekommen, how to raise. Hallo Daniel. Hi David, ça va? Ça va et toi? Ja, très bien. Très bien. Ich würde vorschlagen, wir machen es heute mal auf Französisch. D'accord, ja, kein Problem. Ja, Daniel ist ja voll zweisprachig, so wie jemand, naja, ich bin 1,9-sprachig, weil meine Grammatik auf Deutsch ist laut Prüfung nur 99%. Ich habe gerade erfahren, dass du nicht mehr die gleiche Funktion hast bei Mountain Alliance. Du bist jetzt in Aufsichtsrat und nicht mehr im Vorstand, ne? Genau. Ich habe die Mountain Alliance ja mal gegründet vor 12 Jahren, ursprünglich als E-Commerce Alliance und seit 3 Jahren heißt sie Mountain Alliance. Und nach 12 Jahren Chef von dieser Holding habe ich gedacht, es ist mal Zeit, auch mal wieder andere Dinge zu tun, wobei ich nach wie vor intensiv mit Mountain Alliance beschäftigt bin, weil ich ungefähr einen Tag die Woche mit Investor Relations zu tun habe. Ich bin immer noch der zweitgrößte Aktionär und natürlich ist das mein Baby. Und insofern habe ich immer noch großes Interesse und mache auch sehr gerne Börsenkonferenzen und Ähnliches. Aber das operative Management macht jetzt ausschließlich mein Kollege Manfred Danner und ich bin im Aufsichtsrat und habe darum Zeit, mir auch ein paar andere unternehmerische Aktivitäten anzutun. Genau, und das trifft sich ja sehr gut. Also diejenigen von euch, die die Geschichte von Daniel hören wollen, unter anderem mit Mountain Alliance, aber auch mit IPO und so weiter, können sich seine Folge anhören. Ich glaube, das ist die 17. von Januar 21. Aber das trifft sich ja gut, weil du bist mittlerweile wieder ein bisschen mehr Investor? Genau, ich bin vor allem wieder mehr Seed-Investor. Also ich habe eigentlich mein Leben lang ja eigentlich immer nur 2 Dinge gemacht. Entweder Firmen gegründet, meistens im digitalen Bereich, oder in Firmen investiert. Und ich habe als Investor, heißt mein privates Seed-Investment-Vehikel Tiburon. Und da bin ich im Augenblick jetzt wieder aktiver dabei. Mountain Alliance ist als börsennotierte Holding an Firmen beteiligt, die sehr, sehr weit entwickelt sind, sehr groß sind. Die machen zum Teil schon 100, 200 Millionen Umsatz. Und das ist ein Later Stage Investment Vehicle. Und meine Passion ist eigentlich, Gründer zu finden, neue Sachen zu finden und früh dabei zu sein. Und das macht Tiburon. Mit Tiburon habe ich inzwischen 150 Firmen investiert und aktuell investiere ich fröhlich weiter. Also du machst eigentlich nur 2 Sachen. Das möchte ich mal noch kurz wiederholen. Nur 2 Sachen, genau. Ja, und das trifft sich ja gut, weil wir wollen heute darüber sprechen. Ich weiß von einigen Unternehmer oder jüngere noch Studenten, die eine Idee haben für eine App oder für Hardware oder was auch immer und die sich fragen, naja, wie kann ich jetzt an Geld kommen? Wie kann ich das finanzieren lassen? Und wir werden versuchen, so ein bisschen Struktur in diese Geschichte reinzubringen. Im Grunde genommen ist es
einfach unter Anführungszeichen, ja, es gibt ein, es kann ein Pre-Seed geben, das heißt, ich nehme an, es gibt nur eine Idee, ja, und dann bekommt man Geld, um diese Idee zu entwickeln. Es kann ein Seed geben, das heißt, das ist weiterentwickelt und man macht einen Prototyp und so weiter. Und dann, wenn das Ganze weiter funktioniert, kann es weiter mit Raise, also mit Investment weitergehen, mit Serie A, Serie B und so weiter und so weiter. Zusammengefasst habe ich nichts Falsches gesagt, denke ich. Ne? Ganz genau. Und sagen wir mal, ich glaube, es gab noch nie eine bessere Zeit als jetzt für Gründer Geld einzusammeln, weil es gab noch nie so viel Venture Capital Geber in Deutschland wie jetzt. Übrigens auch weltweit. Also im Jahre 2021 ist die absolute Rekordsumme an Venture Capital in vielen, vielen Venture Capital Fonds weltweit eingesammelt worden, aber eben auch in Deutschland. Und darum gibt es, genau wie du es gesagt hast, spezialisierte Investoren in Deutschland für, es gibt Pre-Seed-Fonds, es gibt Seed-Fonds, es gibt Series-A-Fonds, es gibt alles, was man sich vorstellen kann und von jeder Spielart mehrere. Das heißt, gute Zeiten für Gründer. Genau, das wäre eigentlich interessanterweise, wir haben uns nicht abgesprochen, ne? Es wäre aber meine erste Frage gewesen und zwar vor 2 Jahren, wenn du weißt, was ich meine mit vor 2 Jahren, also wir sind gerade, wenn wir das aufnehmen, hoffentlich am Ende der Pandemie. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber diesmal glaube ich es richtig. Und die Pandemie hat vor 2 Jahren angefangen, in März 2020. Und damals hat man gesagt, wow, es gibt so viel Geld und ich habe es ja auch mitbekommen, da sind ein paar Leute sogar auf mich zugekommen und sagen, ja, du bist doch da Dozent an der Duale Hochschule, hast du so ein paar Studenten, die vielleicht Idee haben? Also die haben wirklich nach Investitionen gesucht. Aber das war vor der Pandemie. Und meine erste Frage wäre gewesen, ist es doch immer noch so? Und die Antwort hast du jetzt gegeben. Absolut. Und zwar ist es auch mehr denn je so. Man muss sagen, als die Pandemie kam, habe ich gedacht, ups, jetzt kommt die Eiszeit. Ja? Und die Eiszeit ist bei uns ein belegter Begriff. Es gibt berühmte Eiszeit-Mails von amerikanischen VCs an ihre Portfoliofirmen. Wenn ein großer Börsencrash, eine große Wirtschaftskrise passiert und die ist in den letzten Jahren, 20 Jahren, wo ich aktiv bin als Investor, zweimal passiert. Einmal 2001 und einmal, also nach 9/11 vor allen Dingen, 2008. Auch schon vorher. Aha. Und einmal 2008, genau. Mhm. Und bei beiden Krisen war klar, dann ist erstmal alles eingefroren. Darum sagt man Eiszeit. Alle haben Angst, keiner weiß, was passiert. Es wird wenig investiert. Und dann gilt die Regel für Firmen, die Geld haben, passt gut drauf auf, weil wer weiß, wann es das nächste Geld gibt. Block your cash. Das war absolutely. Und das war genau meine Befürchtung natürlich, als die Corona-Krise losging. Klar, die Börsen sind gecrashed. Wir dachten, oh Gott, das ist jetzt aber ganz schlecht. Das ist die nächste große Wirtschaftskrise. Und wir haben unseren Portfoliofirmen gesagt, haltet euer Geld fest. Mhm. 3 Monate später begann der größte Tech- und VC-Boom der Geschichte und der dauert an. Ja. Heute, wo wir das aufnehmen, ist gestern Facebook um 20% gecrashed. Ja. Das wird bei manchen Themen negativen, für andere Themen positiven Impact haben. Für aber TikTok ist das gut. Ganz genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja? Ja. Und natürlich, sagen wir mal, jede Veränderung in der Tech-Welt und auch große Player, die schwächer werden, die schumpeterische kreative Zerstörung im Kapitalismus ist super wichtig. Und ich glaube auch, dass Facebook in den nächsten Jahren schwere Zeiten haben wird gegen TikTok. Der Punkt ist, die letzten 2 Jahre waren ein unfassbarer Boom. Warum war das? Um auf die Krise zu reagieren, haben die Staaten und die Notenbanken mehr Geld denn je in den Markt gepumpt. Eine unfassbare Geldwelle ist in den Markt reingeflossen. Ja. Also Cash, wirklich frisches Cash. Wirklich Cash, richtig viel Cash. Und im Gegensatz zu dem Cash, was in die Märkte gepumpt wurde, nach der Finanzkrise, dieses Cash ist typischerweise in den Bankbilanzen stecken geblieben, ist dieses Cash bei den Investoren, aber auch bei den Menschen angekommen. Und dadurch wurde viel gekauft. Ich meine, es gab keine Rezession aufgrund von Corona. Die Leute haben weitergekauft. Und das viele Geld, was da war, was mit niedrigen Zinsen vor allen Dingen zu tun hat, das hat dazu geführt, dass die Risikobereitschaft von Investoren immer größer wurde. Und jetzt zurück zu Investoren und Venture Capital.
Venture Capital ist ein Segment von Private Equity, wenn man so will. Ja, Private Equity heißt Investitionen in Firmen, die nicht börsennotiert sind. Und Venture Capital ist eben die Investition in Technologiefirmen, risikoreiche Investitionen in einem sehr frühen Stadion oder in sehr, sehr neue Technologien. Und wenn sehr viel Geld da ist, dann ist sehr viel Geld für alle Kategorien da. Und wenn frühe Investoren investiert haben in Anleihen, Bundesschatzbriefe oder amerikanische Bonds, dann kriegen sie dafür heute keine Zinsen und haben darum investiert in Aktien. Und die, die nur in Aktien gemacht haben, haben angefangen, in Private Equity zu investieren. Und die, die ein bisschen mehr Rendite wollten, haben immer mehr auch in Venture Capital investiert. Das heißt, das Venture Capital Segment der Fondsindustrie oder der unterschiedlichen Investoren ist in den letzten 2 Jahren mit sehr viel Geld versorgt worden. Letztes Jahr, wie gesagt, Rekordjahr. Und diese ganzen Fonds, viele, viele in Deutschland haben jetzt viel Cash. Und das liegt vor allen Dingen an der Pandemie, weil ohne die Geldschwemme der Pandemie wäre weniger Cash da. Und ohne die Digitalisierungsbeschleunigung der Pandemie wäre auch Tech nicht so sehr im Fokus. Darum, so dramatisch Corona war, für das Thema Digitalisierung und Venture Capital war Corona ein Boost. Richtig. Ja. Ist ja klar. Ich glaube, ich habe mal einen witzigen Grafik gesehen demnächst, wo gefragt wurde, was hat die Digitalisierung in Ihre Firma weiter vorangebracht in den letzten 10 Jahren? Und bei 90% war Corona. Ganz es gibt genau. jetzt mittlerweile Sachen, die man früher für völlig unmöglich gehalten hätte, zum Beispiel jetzt einen Podcast aufnehmen in Remote mit hoher Qualität, wenn alles gut geht, oder bestimmte Gespräche, die früher wo unbedingt Präsenz erforderlich war, sind jetzt mittlerweile auch online möglich. Okay, also es gibt Geld auf dem Markt. Gibt es dadurch auch vielleicht, wird manchmal auch ein bisschen dumm investiert, unter Anführungszeichen natürlich, weil ich meine, die Anzahl der guten Ideen wächst ja nicht unbedingt. Werden dann dadurch weniger gute Sachen? Ja, also sagen wir so, ist es bestimmt so, dass in Zeiten, wo so viel Geld vorhanden ist und auch so viel Wettbewerb um die guten Gründer, da gibt es halt viele Geldgeber, die müssen auch ihr Geld investieren. Wenn du einen Venture Capital Fonds einsammelst, dann musst du dein Geld eigentlich in den ersten 4-5 Jahren investieren und dann wirst du ja irgendwann auch die Exits haben daraus. Das heißt, es gibt den Druck anzulegen und dem Druck anzulegen gibt es bestimmt auch mal Dinge, die finanziert werden, wo sich später die Leute fragen, war das jetzt eine gute Idee oder nicht? Aber das gibt es in unserer Branche immer. Der wichtigere Punkt, und das war gerade ein Stichwort von eben, es gibt Dinge, die es vorher nicht gab. Große Venture Capital Runden wurden komplett auf Zoom oder per Videokonferenz geclosed. Börsengänge wurden per Zoom oder ähnlich gemacht. Also für uns auch zum Beispiel eine unserer Beteiligungen bei Mountain Alliance, Exasol, Nürnberger Firma im Bereich Cloud-based Datenbanken, Datenanalysen, spannende Firma. Der Börsengang im März wurde abgesagt und im Mai 2020 sind sie super erfolgreich an die Börse. Insofern, da sieht man, und das war ein weitgehend per Zoom gemachter Börsengang. Wenn ich heute Investorentermine habe, sind die fast immer per Zoom. Wenn ich heute auf Börsenkonferenzen gehe, wo ich früher in Paris oder London oder Frankfurt oder Hamburg war, bin ich heute meistens in meinem Büro vor dem Bildschirm. Ja, ja. Das macht deutlich weniger Spaß, aber es funktioniert und ist natürlich extrem effizient. Also man kann 10 Investoren am Tag super entspannt haben. Die Hälfte hätte es vielleicht nicht geschafft, zu dem physischen Termin zu kommen. Ja, und was die ökologische Ansicht angeht, ist es ja auch ökologisch und ökonomisch eigentlich rentabler, also besser. Ne? Absolut. Also insofern, das Angebot ist da, die Möglichkeiten sind da. Und ich glaube auch, genau wie du beschrieben hast, es sind Dinge passiert, die man sich vorher nicht vorstellen könnte. Ich kann heute bei meinem Metzger und Bäcker mit dem Handy zahlen. Das wäre für 2,20 Euro. Ganz genau, 2,20 Euro. Das wäre heute vor 24 Monaten unvorstellbar gewesen. Die hätten dich angeguckt wie ein Auto. Und heute sagst du hier, ich zahle hiermit, no problem, klack, klack.
Ja, ich weiß noch, wie ich manchmal, also ich weiß noch, wie ich gelernt habe, damals schon zu sagen, ich zahle mit Karte, obwohl ich eigentlich mit meinem Handy und PayPal zahlte. Und also ein oder zweimal habe ich mein Handy ausgepackt und dann, nee, das geht nicht mit Handy, aber da probieren wir es mal. Und dann haben sie sich selbst gewundert, dass es ja funktioniert, weil die haben selbst nicht gewusst, dass sie diese Möglichkeit haben, ne? Ganz genau. Okay, und dann, wie ist es? Weißt du, ich habe einige Podcasts gehört darüber, wie man Investoren findet und so weiter und so weiter. Aber das ist eigentlich immer aus der Sicht der Suchende. Was mich interessieren würde, ist, was Investoren sehen, wenn ja ein junge Frau oder ein junger Mann oder ein junges Team kommt und hat eine tolle Idee und will von dir, naja, bei dir kommen die nicht nur für Geld, sondern auch für Rat und für Coaching und so weiter wahrscheinlich. Aber was siehst du? Du hast sowieso jetzt demnächst investiert. Genau. In also, erstens, Eier. Ja, also, ja, das ist was anderes. Dazu kommen wir bald. Okay. Also vielleicht kommen wir noch mal zum, zu den unterschiedlichen Phasen. Mhm. Du hast Seed und Pre-Seed genannt. Es gibt außerdem noch Company Builder. Also es gibt Firmen, die wiederum Firmen gründen. Das ist auch sehr, sehr häufig. Habe ich auch schon mal gemacht früher. E-Commerce Alliance war am Anfang auch ein bisschen Company Builder. Die Rührei-Maschine, dazu sage ich gerne nachher noch was, eine super coole Sache. Ja. Aber die ist eigentlich aus einem Company Builder heraus entstanden, in den ich investiert habe. Was wiederum eine andere Art des Investierens ist. Das sind größere Firmen, die Startups gründen dann. Ja, das sind meistens Gründer, die bestimmte Fähigkeiten haben, die Firmen gründen. Also der berühmteste Company Builder in Deutschland war Rocket Internet. Rocket Internet hat am Fließband Firmen gegründet, ja, vor allem vor 10 Jahren. Heute machen sie das weniger so. Aber das war der klassische Company Builder. Es gibt viele, viele andere. Ja. Aber jetzt zurück zum Thema Investieren. Also wir sehen aktuell ungefähr, gucken wir uns 60 bis 80 Firmen im Monat an. Wir kriegen die Pitches geschickt. Da spreche ich jetzt von Tiburon, meinem eigenen Seed Investment Vehicle. Da habe ich einen Partner drauf, der heißt Felix Artmann, der übrigens heute Geburtstag hat. Happy Birthday, Felix. Wir grüßen ihn. Genau. Und als Tiburon investieren wir früh. Wir investieren Pre-Seed, Seed, wir wollen schon was sehen. Und jetzt sind wir schon beim Thema, wonach suchen wir. Wir kriegen viel Dealflow, nennt man das. Ne? Also wir wollen auch viel Dealflow. Als Investor will man Dealflow. Und ich meine, mir macht das ohnehin Spaß, mit dir Podcasts aufzunehmen. Aber es freut mich natürlich auch, wenn aufgrund unseres Gesprächs der eine oder andere sagt, oh, hier, interessant, Tiburon, Daniel und Felix, den schicke ich mal was. Ja? Ja. Also und das sind die eine Idee haben die nach Geld suchen. Richtig. Und zwar, aber jetzt konkret, und ich mache das schon sehr lange. Und das Lustige ist natürlich, dass sich die Bezeichnungen über Zeit geändert haben. Mhm. Also als ich das erste Mal Geld gesucht habe, selber für meine erste Firma Get Mobile 1999, da gab es in Deutschland ungefähr 50 bis 80 Venture-Capital-artige Firmen. Manches waren Fonds, manches waren andere. Nach dem Crash waren davon sehr, sehr wenige da. Und am Anfang des Jahrtausends gab es sehr wenige Firmen, die regelmäßig investiert haben. Und da habe ich als Business Angel investiert mit Tiburon. Und da hat man die typische Seed-Runde gemacht. Und eine typische Seed-Runde war damals, die Firma brauchte so 300.000 Euro. Hm. Und die hat sie gesucht auf einer Bewertung von 3 Millionen, also für 10%. Das war lange Zeit, ist eigentlich bis heute, das, was ich gern mag als Sweet Spot. Und da wollte man auch schon was sehen. Man wollte auch schon etwas anschauen können. Ne? Und heute ist das, was ich gerade beschreibe, würde man heute, nur das alle nicht verwirrt werden, als Pre-Seed bezeichnen. Ja, weil 300.000. Sind, genau. Ja, also. Aber auch für eine, also kurz mal zur Erklärung, 300.000 für 10%, 3 Millionen heißt theoretisch, wenn ich als Unternehmer komme mit meiner Idee und ich bekomme von einem Investor 300.000 Euro. Der Investor sagt mir, hey, dafür möchte ich aber 10% von deiner Firma. Dadurch wird die Firma auf 3 Millionen valorisiert, weil man sagt, okay, wenn 10% 300.000 wert sind, ist das Unternehmen 3 Millionen.
Ah, das ist interessant. Also, weißt du, das ist das erste Mal, dass ich so einen Klartext höre von jemand, wenn es um Investitionen, 300.000, 10%. Und das fährst du heute noch oder hast du gerade gesagt? Ja, das würde ich heute noch gern fahren und ab und zu kriege ich es auch noch. Aber dafür aber kriegst du die 2 oder 3 oder was? So Prozent. Ist es. Also naja, also sagen wir so, die typische Seed-Runde in Berlin ist heute 1 Million, auch mal gern 2 Millionen, auf Bewertungen zwischen 5 und 10 Millionen Euro, eher Richtung 10. Ja, also das ist alles, das ist wieder das Thema, es ist mehr Geld da. Das ist eine Form der Inflation, die ist auch nicht schlecht für die Investoren, weil mit 1 Million kann, also für die Unternehmer, weil mit 1 Million kann man, ich meine, Entwickler sind auch teurer geworden, wenn es die Digitalbranche ist, ne? Richtig. Also ich habe immer nur in der Digitalbranche investiert, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und für mich war es halt früher so, mit 300.000 Euro oder vielleicht 500.000 Euro kam eine Firma schon ziemlich weit. Wir haben dann damals gesagt, vor allen Dingen geht nach Berlin. Geht aus München oder wo immer wir dann die Firmen gefunden haben, geht nach Berlin, weil Berlin ist billig, billigen Wohnraum und viele Arbeitskräfte. Das gilt heute alles nicht mehr. Vergiss es. Da gehst du jetzt, also wir gehen nach Tunesien oder nach Marokko, ne? Also wo man von genau. Genau, also heute gibt's Firmen, die outsourcen nach Rumänien, in deutschsprachige Bereiche, alles mögliche gibt's heute, aber grundsätzlich ist mal so, es gibt Investoren, die investieren auf der reinen Idee, auf einer reinen Präsentation. Das ist eigentlich das, was man als Pre-Seed bezeichnet. Da ist noch nichts da, aber eine spannende Idee und vielleicht ein spannendes Team. Da kommen wir nachher zu den Kriterien, warum man das dann trotzdem vielleicht tut. Aber ich würde normalerweise und habe so gut wie noch nie auf einer reinen Idee und Präsentation investiert. Das wäre eigentlich nur denkbar, wenn ich den Gründer kenne, wenn der schon 2 Sachen oder so gemacht hat oder mindestens eine wirklich toll und man dann weiß, wow. Dann übrigens aber, wenn ein Gründer schon mal was ganz erfolgreich gemacht hat, braucht er auch nicht 300.000 Euro, die hat er dann selber. Ja, und kommt dann erst später. Ja, ist ja so, oder? Dann kommt er erst später an den Markt. Also, ja, ich lag gerade über deinen Gesichtsausdruck, der war köstlich. Ja, klar. Ja. Den können jetzt zuhören nicht sehen, aber es ist ja offensichtlich, dass. Und darum sage ich zurzeit, ist es eine super Zeit für Gründer. Weil das Pendel, wer hat mehr Macht, schwingt immer zwischen Investoren und Gründern hin und her. Und zurzeit ist es spannender, Gründer zu sein als Investor, einfach weil es ein Überangebot an Geld gibt. Okay, und warum kriegt der Michael mit seiner super Idee oder nicht kein Geld, während die Anna dann Geld bekommt? Was sind, wie du sagtest, die Kriterien? Okay, also die ersten 3 Kriterien sind Team, Team und nochmal Team. Und dann kommen erst die anderen. Also es ist wirklich, das habe ich auch schon öfters gesagt, das sehen auch, glaube ich, die meisten Investoren so. Ich kenne eigentlich fast keinen, der es nicht so sieht. Es ist extrem wichtig, dass ein Team überzeugend ist. Und zwar überzeugend von den fachlichen Kompetenzen, von der Motivation, auch von der Erfahrung und vor allen Dingen von der Integrität. Also wenn ich diesen Menschen nicht traue oder nicht mit ihnen arbeiten will oder mit ihnen kein Glas Wein oder Bier trinken wollte oder von mir aus ein Glas Wein ist gut. Ja, genau, für mich auch. Aber die keinen Alkohol trinken, mit denen würde ich trotzdem einen Abend verbringen wollen. Wenn ich das alles nicht will, wäre es für mich schon nichts. Das wirklich Entscheidende aber ist für uns als Investoren, jetzt bei Tiburon, der sogenannte Founder-Market-Fit. Der Gründer muss zum Markt passen. Und ich weiß genau, wovon ich rede, weil als ich damals meine erste Firma gegründet hatte, gab es keinen Founder-Market-Fit. Meine erste Firma war E-Commerce-Firma im Bereich Mobilfunk, Get Mobile. Und ich war Unternehmensberater, hatte keine Ahnung vom Internet und keine Ahnung vom Mobilfunk. Und das hat mich viel Lehrgeld gekostet. Darum liebe ich und will ich nur Gründer haben, die was verstehen von ihrem Markt. Also einer im Gründerteam, und idealerweise besteht das Gründerteam aus 2 bis 3 Leuten. Einer muss wirklich aus dem Markt kommen und wissen, was er da tut. Ja. Wenn es eine Pflege-App ist für die Vermittlung von Pflegekräften, dann ist hoffentlich einer von den 3 aus dem Pflegebusiness. Ja, sonst nützt es nichts. Sonst wird man zu viel Lehrgeld zahlen, bis man verstanden hat, worum es geht. Das andere ist natürlich,
Man will in so einem Team auch die Kompetenz haben für das Produkt selbst, das entstehen soll. Also wenn eine App entsteht, dann ist es schon wichtig, wenn jemand was von Apps versteht. Da muss jetzt nicht der Programmierer sein, aber da muss schon Wissen dazu da sein. Also insofern, das sehen wir als Founder Market Fit. Das ist das Allerwichtigste. Und natürlich, das Team Integrität ist klar. Also wenn man Angst hat, betrogen zu werden, das ist mir in 150 Investments einmal passiert. Aber das ist halt ein Desaster. Okay. Ja? Ja, ja. Genau, das ist okay. Denn darauf achten wir, aber eigentlich ist einmal schon zu viel. Ja? Nur grundsätzlich ist es so, dass das ganz wichtig ist, dass man an das Team glaubt und vor allen Dingen ein cleveres Team wird eine Idee, die sich als schwieriger erweist in der Marktrealität, immer weiter verändern und drehen und irgendwann Fähigkeit zu Pivot. Genau, richtig. Ja? Und eine super Idee und ein schlechtes Team, nicht finanzierbar. Eine okay Idee und ein super Team, wunderbar. Okay, das ist interessant. Manchmal gibt es aber welche, die kommen, die haben, da gibt es noch keinen Markt, die haben eine Idee und dann gibt es noch keinen Markt. Ne? Das sind wahrscheinlich andere Kriterien. Das heißt, und wie wichtig ist die Rhetorik? Also Daniel, bitte, in ganz Ehrlichkeit, also schau in dich hinein, bevor du antwortest. Wie wichtig ist Rhetorik? Also, sagen wir so, lass uns mal Rhetorik definieren. Die Leute müssen nicht geschliffen sprechen, aber die Leute müssen überzeugen. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob jemand, wir haben ja gerade heute auch viele Teams, die sind dann vielleicht, keine Ahnung, da ist dann vielleicht gar keiner schon lange in Deutschland, aber die sind super, sind in Berlin, kennen sich aus, kommen aus Russland oder aus Südamerika oder sonst irgendwo. Also das ist jetzt für mich nicht die Frage, ob sie Goethe zitieren können, perfektes Deutsch sprechen, sondern ob sie überzeugt für ihre Idee eintreten und das wirklich an mich verkaufen können. Weil das ist auch wichtig. Ich habe auch schon oft gesagt, sagen wir mal, ein Business vertreiben, Vertrieb, verkaufen. Am Ende müssen alle verstehen, mindestens einer aus diesem Team muss ein Verkäufer sein. Ja. Weil alles im Business dreht sich am Ende auch ums Verkaufen. Und wenn man nicht verkaufen kann, dann ist es schwierig. Und das habe ich übrigens auch schon mit Dating verglichen. Ja, so. Ich meine, wenn keiner von den dreien in der Lage ist zu verkaufen, wenn man sich bei keinem von den dreien vorstellen kann, dass er sich selbst abends an der Bar interessant machen kann, dann wird das wahrscheinlich auch mit Investoren und wird das wahrscheinlich auch mit dem Vertrieb der Idee schwierig. Es gibt natürlich Ideen, die ganz neue Märkte eröffnen, deren Zeit gekommen ist und die einschlagen wie eine Bombe. Ja. Super, ja. Aber normalerweise muss etwas an den Mann gebracht werden. Und dazu muss mindestens einer aus dem Team ein bisschen verkäuferisch was können. Und das ideale Team, höre ich raus, hat 3 Personen. Ja, 3 Personen finden wir super, mindestens aber 2, weil 1 ist hohes Risiko. Ja? Ja, ja. Und natürlich, und nicht nur, weil das jetzt gerade schick ist, sondern Diversity ist super wichtig. Und das ist jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie gerade sage, das muss ich jetzt aus politischer Correctness sagen, sondern du brauchst unterschiedliche Strukturen im Team. Es ist super, wenn eine Frau im Team ist. Es ist super, wenn unterschiedliche Nationalitäten im Team sind, einfach weil das andere Gesichtsweisen bringt. Die andere Frage ist auch, und das ist natürlich, da gibt es auch ein paar harte Sprüche bei VCs, aber das, was ein Team und die Leistung des Teams zurückhält, nennen wir den Drag Coefficient. Ein Single, ja, Mann oder Frau, der was gründet und voll für die Idee brennt, hat ein Drag Coefficient von 0. Nichts hält den zurück. Ja. Wenn er verheiratet ist, ist das schon anderes? Ja, ist so, ist ein anderes Ding. Aber ist super. Ich meine, ich habe, als ich meine erste Firma gegründete, 2 Jahre später geheiratet. Meine Frau war super, super unterstützend. Ja, Tatjana, die hat Fulltime gearbeitet und ich habe mich als Unternehmer versucht. Also das ist Wahnsinn. Ja. Das war auch eine andere Form von Vorteil. Aber natürlich sind plötzlich auch andere Dinge im Leben wichtig als nur die Firma. Und mit jedem Kind, was hinzukommt, freut man sich als Mensch unglaublich. Genau. Aber da geht automatisch Fokus weg von der Firma. Und es gab mal so, das würde ich heute nicht unterschreiben, aber
Ich habe schon mit vielen VCs gesprochen, die sagen, naja, also wenn einer jetzt irgendwie verheiratet ist, ein oder zwei Kinder, ist eigentlich als Gründer nicht zu gebrauchen. Mhm. Ja? Weil einfach die, am besten baut er noch ein Haus. Das ist für mich übrigens ein Killkriterium. Wenn jemand Killkriterium. Sagt, ja, absolut. Also wenn jemand, wenn ein Gründer gegenüber sitzt und gerade ein Haus baut, kann gleich gehen, weil das ist sozusagen zu ablenkend. Witzig, ich habe irgendwo ein Grafik gesehen, in dem stand, wann, also wie alt die erfolgreichsten Gründer waren. Und das war immer so vor 25 und nach 50. Und genau. Da kommt die Erklärung. Aber Moment, Daniel. Das heißt, wir brauchen also jemanden, der nicht allein ist und der Ahnung, also ein Team, nicht eine Person, und jemand muss Ahnung haben von dem, was sie oder er macht. Eigentlich beschreibst du gerade genau das Gegenteil von dir. Du warst alleine? Nein. Also, und das hat trotzdem geklappt. Ja, nee. Ich war allein. Ich war erstens nicht alleine, okay, sondern wir waren zwei Gründer. Das war schon mal super. Mhm. Aber unser Founder Market Fit war ein Desaster. Ja, ja, also insofern, und sag mal so, ich habe ja auch die meisten Themen, die ich als Learnings, als Investor über die Jahre habe, die habe ich, weil ich die Fehler gemacht habe. Ich habe das Lehrgeld gezahlt in jeder Hinsicht, als Investor und als Gründer. Und auch, man muss sich auch vorstellen, es ist extrem anstrengend und wiederum ist ein bisschen wie Dating. Ja, man muss schon in der Lage sein, sich sehr viele Körbe zu holen, ja, wie das auf Deutsch heißt. Man spricht mit 100 Investoren, bevor man, also wir haben mit 100 Investoren gesprochen, das sind 99, 100 Gespräche geführt, bevor es geklappt hat. Mhm. Und übrigens, unser erster Investor war einer, der uns beim ersten Gespräch abgelehnt hatte. Und dann sind wir aus irgendeinem Grund später wieder hin, da meinte er, wow, das ist erstens hartnäckig und zweitens, jetzt hab ich's verstanden. Also insofern, man muss da zäh sein. Man muss da sich viele Ablehnungen abholen, daraus lernen und weitermachen. Und woher soll eine Gründerin, ein Gründer diese ganze, also das Glauben behalten? Also ich hatte demnächst auch jemanden vor dem Mikrofon, der gesagt hat, das hat nicht sofort geklappt. Woher findet er dieses Glauben oder sie dieses Glauben? Naja, ich glaube, Gründer müssen wirklich von ihrer Idee überzeugt sein. Und man muss auch merken, dass das für sie, und darum sind wir wieder beim Thema Team, das muss für die gemeinsam eine Passion sein. Gerade zur Zeit gibt es viele, die auch noch einen höheren Sinn darin sehen, was sie tun. Ne? Also gesünder oder besser für die Umwelt, nachhaltiger. Also es wird immer wichtiger. Aber auch wenn es nur darum ging, dass Leute gesagt haben, sie haben ein super Produkt entwickelt, das braucht jetzt die Welt, sei es eine App, sei es was anderes. Diese Überzeugung gegen Widerstände, die muss da sein, weil als Unternehmer ist es einfach ein steiniger Weg, die ersten paar Jahre. Und ich glaube, das ist auch natürlich, wenn man heute, als wir gegründet haben, gab es noch kein LinkedIn, da gab es auch noch kein Facebook, da gab es noch kein Google. Ich glaube, wenn man heute als Gründer Podcasts hört und LinkedIn guckt und so und überall die Success Stories sieht von noch ein Unicorn und so weiter, dann denkt man vielleicht, alles muss sofort und einfach gehen. Selbst bei den Unicorns war es am Anfang oft nicht einfach. Und ich glaube, dieser Glaube und ein bisschen Zähigkeit gehört dazu. Ja, das ist wirklich in Sache Eigenwerbung für 0 auf 1. Das ist wirklich, was wir hier auch versuchen zu zeigen. Also die Gründer, die bei uns reden, also fast alle sagen, thematisieren das. Am Anfang, klar, verkaufen die alle ihre Firma, machen die ein bisschen ihre PR und das dauert so eine halbe Stunde. Ist manchmal auch sehr interessant, weil das ist spannende Geschichte. Und dann kann ich graben und dann merkt man, ja, oh Gott, da waren wir fast pleite und ich konnte nicht schlafen und solche Sachen. Und dann hat es doch geklappt. Ne? Okay. Und dann kommt das Geld, wenn, also als Seed, würdest du sagen, das ist also standardmäßig schwieriger, Geld zu bekommen für ein Seed? Oder ist es schwieriger dann, wenn das Ding schon da ist? Weil ich meine, wenn es ein Seed ist, gibt es noch die Hoffnung. Wenn das Produkt da ist, ist es dann schwieriger, die Leute zum Träumen zu bringen? Genau, das hast du perfekt geschrieben. Also ich glaube, die meisten Investoren wollen was sehen, wenn das Traction. Also es muss schon was da sein. Es muss nicht Umsatz sein. Aber irgendein Zeichen, dass der Markt das annimmt. Das kann Userwachstum sein. Das kann, keine Ahnung, Nutzer sein von einem Produkt, auch wenn sie nicht bezahlen. Gerne sind das auch Umsätze. Und in dem Augenblick, wo es losgeht und die ersten Interessen da sind, aber noch nicht
noch kein Jahr um, ist noch nicht eingespielt, da ist natürlich maximale Fantasie da. Und diese maximale Fantasie, die macht es verhältnismäßig einfach, was zu verkaufen. Wenn gar nichts da ist, Pre-Seed, Präsentation, ja, und man quasi eine reine Idee verkauft, super, da hat man überhaupt kein Realitätsproblem. Man verkauft den reinen Traum. Da gibt's auch Investoren, für die ist das genau das Richtige. Wie gesagt, ich würde das eigentlich nicht machen. Ich möchte was sehen. So, wenn man weiter ist als Firma, dann willst du als Investor sehen, dass das einfach rasant wächst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir als Venture Capitalisten unbedingt sehen wollen, nämlich starkes Wachstum. Weil das ist ja das, was am Ende uns unterscheidet von Investoren, die in irgendwelche stabile Businesses investieren, die so um 5-10% wachsen im Jahr. Wir wollen halt 20-30% Wachstum und mehr. Gerne auch 100 oder 200. Du meinst 2-3% für die normalen und bei euch 20-30%. Beziehungsweise so ein X-Faktor, wie man so das nennt, ne, so, dass das Kapital der Investoren multipliziert wird mal irgendwas, mindestens 2 dann, ne? Genau, oder beziehungsweise auch wenn es um Bewertungen geht, und wo kommen denn die Bewertungen her, dann sprechen wir in dem Augenblick von Valuation Wonderland, ja, die Bewertungen gehen richtig in die Traumhöhen, wenn insgesamt die Zahl 50 erreicht wird. Und die Zahl 50 setzt sich aufs 2 zusammen. Wachstum und Umsatzrendite. Also, wenn du ein langweiliges Business hast, aber du machst bei 10 Millionen Umsatz 5 Millionen Gewinn, bist du richtig was wert. Hohe Rentabilität. 50% Umsatzrendite. Also ab den 50% Umsatzrendite, also Profit, Return on Sales, ja, da bist du wirklich wertvoll. Oder aber, wenn du wächst jedes Jahr um 50% oder mehr, dann bist du auch wirklich wertvoll. Aber wenn du irgendwie eine Profitabilität hast von 10% und du wächst um 10%, das überlassen wir den Jungs von der Private Equity. Okay, dann haben wir einen Traktor, wie man sagt, ne? Traktoren und Raketen. Aber Traktoren, also ich liebe Traktoren, ne? Aber ab und zu eine Rakete zu starten ist natürlich auch spannend. Aber Traktoren sind diese, die so 2-3% im Jahr bringen. Wachstum, genau. Und ich, genau. Ja, und ich sag mal so. Und ich persönlich bin auch ein Riesenfan von und habe auch viel investiert in Businesses, die nicht Unicorns werden können nach jeder Erwartung, sondern die einfach spannend sind, sich entwickeln und mit denen man gut Geld verdient. Aber wenn man jetzt das typische Venture Capital Modell sieht, dann brauchst du halt vor allen Dingen auch Businesses, die 10-mal, 20-mal, 100-mal dein Geld zurückbringen und die müssen halt dann rasanter wachsen, dann bist du bei der Rakete. Und das heißt ja Venture Capital. Das heißt, wenn du 10-mal bis 100-mal dein Geld multiplizierst auf eine Firma, hast du daneben bei 10 Firmen Geld in den Sand gesteckt. Genau. Und darum ist ja bei die Regel für Risikokapital ist ganz einfach. 10 Investitionen, die eine, 1-2 müssen richtig fantastisch sein. Und diese eine Investition zahlt mehr zurück als deine gesamten Investitionen. Genau. So wie beim Plattenlabel. Genau, exakt, ganz genau. Genauso ist es bei Computerspielen, bei Plattenlabel, bei allen Hit-Driven Businesses. Venture Capital ist auch ein Hit-Driven Business, ja? Du willst den Hit haben. Du willst die Beteiligung haben, die durch die Decke geht. Ja? Bei mir waren das zum Beispiel Xing, wo ich von Anfang an dabei war, als es noch OpenBC hieß, oder Trivago oder andere Dinge, ja? Aber die Dinger, die dir richtig wertvoll werden, die erlauben dir auch die 50%, die pleite gehen. Weil das gehört einfach dazu. Und Pleite heißt auch nicht immer, also für mich ist es auch so, Pleite, ach so, auch bei Künstlern und so, du hast trotzdem, also ich meine, dich als Investor, dir kostet es als Investor Geld, aber dahinter gibt es trotzdem Firmen, die gegründet worden sind, die Reichtum, es gibt Leute, die bezahlt worden sind, die meinetwegen ihren Kredit bezahlt haben, die Studium ihrer Kinder bezahlt haben und so weiter. Also das ist alles passiert. Ne? Das heißt, du unterstützt trotzdem auch dieses und Steuer wurde auch bezahlt. Das heißt, der Staat hat ja auch davon profitiert. Eigentlich ist es, man will natürlich so wenig Pleite wie möglich, aber rein wirtschaftlich auf das Land ist es positiv.
Ja, absolut. Immer ganz klar. Und ich meine, das kann man ja auch sehen. Also darum sind ja auch alle so stolz auf das Thema Gründungen, beziehungsweise dieser Stolz kommt auch langsam in der deutschen Gesellschaft an. Ja, wer das noch deutlich besser macht und meiner Ansicht nach da echtes Vorbild ist, ist übrigens Macron. Macron macht richtig, Ich bin in Deutschland, ich darf sagen, ich bin Fan. Also ich habe für ihn gewählt, ich werde wieder für ihn wählen. Ja. Mhm. Genau, also es geht mir genauso. Ich kann ihn nicht wählen, weil ich kein Franzose bin, aber ich finde Macron super. Ja. Mhm. Und er feiert jedes französische Unicorn auf LinkedIn. Ja. Super, das kostet nichts, das ist ein Post. Aber ist doch super, ja? Ein Post von Macron, von Präsidenten. Richtig, kann man sich halt bei Herrn Scholz schwer vorstellen, ja? Selbst wenn da jemand hätte, der es für ihn machen würde. Also, insofern muss man sagen, diese Tatsache, da waren wir gerade stehen geblieben, du hast gesagt, der soziale Impact. Also, ich muss ehrlich sagen, was mir am meisten Spaß macht am Venture Capital, am Investieren, ist das, was entsteht. Mhm. Ich liebe das, wenn es Gründer gibt, die eine Idee haben, die schon ein bisschen was haben und ich meinen Teil dazu beitragen kann mit bisschen Geld und Rat und Coaching, dass was Spannendes entsteht. Und wenn was entsteht, was da ist und bleibt, das macht einen stolz. Und ich muss sagen, ich bin genauso stolz auf manche Firmen, wo ich nicht viel verdient habe, aber die sind über die Jahre weiter gewachsen. Es gibt sie, da gibt es viele Mitarbeiter. Mhm. Toll. Genau. Also für mich ist das, ich glaube, in der Businesswelt gibt es wenig Möglichkeit, kreativ zu sein. Und ich finde, als Risikokapitalgeber hat man ein bisschen die Möglichkeit, mitzuhelfen, dass bestimmte Dinge neu entstehen. Das ist eine Form von Kreativität. Okay. Ich habe eine Idee. Ich bin mit 2 Personen zu einem Investor gegangen. Sagen wir mal zu 10 Investoren. Ein Investor spielt mit. Ich bekomme, sagen wir mal, Beispiel, damit es einfach ist, 1 Million für 10%. Das ist wahrscheinlich, sagst du heutzutage. Wie geht's dann weiter? Was passiert dann? Also, was genau, erwarten also, die Investoren von mir? Sagen wir so, wenn du jetzt, was heute wahrscheinlich eine Seed-Runde wäre, diese 1 Million für 10%, dann hast du die bekommen, weil schon ein bisschen was da ist, aber weil schon erste Traction da ist, wo du schon erste Nutzer hast und so weiter. Aber das Risiko ist noch hoch, denn du hast noch kein klares, kleinkaren Markterfolg. Ja, du hast vielleicht einen Prototypen, der läuft, aber du hast noch kein im Markt eingeführtes, wachsendes Produkt. Mhm. Wenn wir es auf digitale Businesses und auch das Wachstum dort beziehen, dann hast du vielleicht schon Kunden, die dein Modell mögen oder dein Produkt, aber du hast noch nicht geschafft, dieses Produkt zu skalieren. Mhm. Und mit dieser Million baust du deine Mannschaft auf, du baust dein Produkt weiter, du machst es marktreif und fängst an zu beweisen, dass es ganz stark skaliert wachsen kann, im Idealfall. Mhm. Das heißt, ein Teil dieses Geldes, wenn wir jetzt bei einem typischen B2C-Produkt sind beispielsweise, wird in Vermarktung gesteckt. Und du zeigst, wow, über Facebook Performance Ads oder über Fernsehwerbung oder über Connected TV oder über TikTok oder über Google Search Ads kann ich erfolgreich weitere Kunden gewinnen. Und zwar zu Preisen, die mir erlauben, das dauerhaft zu tun. Also einen skalierungsfähigen Kanal zu finden. Mhm. Ja? Zum Beispiel über die Kundenakquisitionskosten. Das Geld, was man ausgibt pro Kunde, 20 Euro sind, man aber beweisen kann, dass man über die Lebenszeit des Kunden Lifetime Value. Lifetime Value, 80 Euro verdient. Ja? Also es ist ganz einfach, Customer. Man beweist mit dem Geld idealerweise, jetzt im B2C-Bereich, dass der Customer Acquisition Cost, das Geld, was man ausgibt, um einen Kunden zu gewinnen, kleiner ist, und zwar ein gutes Stück kleiner, als der Customer Lifetime Value, was man mit ihm, dem Kunden, über Zeit verdient. Mhm. Und das, wenn man das bewiesen hat, dass man in einem Kanal, von mir aus Fernsehen, ja, wenn man richtig skaliert, oder YouTube, dass man in diesem Kanal Geld ausgeben kann, es verdeutlichen mehr Geld ausgeben, dann ist man bereit für die nächste Runde. Dann sammelt man richtig Wachstumskapital ein. Und das kriegt man dann, wenn man das mathematisch beweisen kann, kriegt man das auch relativ gut.
Weil man kann ja vorrechnen, guck mal, ich muss jetzt hier 5 Millionen reinstecken, aber aus diesen 5 Millionen werden in diesen Kanälen Kunden, die mir über die nächsten 2 Jahre 15 Millionen reinspielen. Aber bei Seed hat man meistens einen Prototyp. Ist es nicht ein Jonglieren, weil man muss ja das Produkt weiterentwickeln und das kostet meistens auch Geld. Also das heißt, dieses 1 Million wird irgendwie eine Mischung aus Entwicklung und Marketing. Also in der digitalen Branche, sagen wir mal, ne? Richtig. Und ich glaube, die spannende Frage ist natürlich auch wirklich, von was für Produkten reden wir, ne? Reden wir von einem Deep-Tech-Produkt, wo richtig spannende, schwierige Sachen noch erfunden werden müssen? Zum Beispiel eine Steuer-App, eine App, dass deine Steuer macht, ist so ein komplexes Ding. Genau. Oder von mir aus irgendeine App, die vollautomatisiert, keine Ahnung, mit Spracherkennung einen Anwalt ersetzt, ja? Oh, du erzählst, ja. Robo, ich meine, also die ganzen White-Collar-Jobs, die werden auch langsam automatisiert. Ja. Aber ja, also du erzählst quasi, so wie wir uns jetzt hier unterhalten, beschreibst du dein Rechtsproblem. Mhm. Keine Ahnung, jemand hat dir gekündigt oder so. Und die App wandelt das um in Schriftsätze, die automatisiert Semantisch interpretiert werden. Genau, und die dann dazu führen, dass erstmal Briefe ausgetauscht werden, Informationen geholt und Klage eingereicht. So, also nur als Beispiel. Da kann man natürlich dann beliebig tief und viel Technologie entwickeln und dann brauchst du am Anfang natürlich viel, viel mehr für Entwicklung. Aber ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Ich komme noch aus der Generation, ich mache das seit 20 Jahren, wo wir in sehr, sehr viel breite Themen investiert haben. Heute wird man immer stärker spezialisiert als VC. Und es gibt jetzt welche, die machen Space Tech, ja, also keine Ahnung. Wir haben demnächst Mark Kugel von der Firma Yuri, die schießen ihre Kunden ins All sozusagen, ja. Mhm. Genau, super. Ich meine, Wahnsinn. Da braucht man ganz andere Mengen Geld, ganz andere Mengen Technik. Also das ist jetzt auch nicht die eher einfacheren digitalen Modelle, von denen ich vielleicht spreche. Ich investiere gerne in Direct-to-Consumer-Businesses und ich investiere gerne in Business-to-Business-SaaS-Companies. Ja, das sind so die beiden Themen, von denen ich am meisten gemacht habe und die mir Spaß machen. Das ist aber beides nicht Deep Tech oder in den seltensten Fällen Deep Tech. Und darum ist immer eine Mischung von Geld, was eben in die Weiterentwicklung des Produktes geht, was super ist, und aber auch in die Kommerzialisierung des Produktes. Und in Deep Tech spricht man wahrscheinlich nicht von eine Million als Seed, sondern von womöglich mehr Geld. Aber da ist natürlich die Überzeugungskunst der Gründer noch wichtiger, weil die Investitionen größer sind. Ne? Das bedeutet, ich bekomme, um unseren Beispiel, also unsere kleine Beispiel weiter leben zu lassen, ich bekomme dieses 1 Million und ich behandle diese Million, als ob ich in die Zukunft die nächste Investition bekomme. Also diese Million ist einfach für mich dafür da, etwas zu kreieren, mit dem ich später argumentieren kann und sagen, hey, guck mal, das und das und das haben wir jetzt erreicht. Jetzt geht's in eine Serie A Investition. Ganz genau. Und das ist natürlich auch was man sich trauen muss als Gründer. Also wir haben das, ich und mein... Wem sagst du es? Ja, natürlich. Ja. Nicht thesaurisieren, sondern burning money. Und das ist nicht so einfach, Geld zu brennen. Richtig. Naja, wenn man sich heute umschaut, ist das schon ziemlich einfach. Aber grundsätzlich klar. Ich meine, und ich würde sagen, ich habe mit meinem erstens Gründungspartner, mit dem ich zusammen GetMobile gegründet habe, Tim Schwenke, wir haben das immer verglichen mit diesen Comic-Figuren, die über eine Klippe rennen. Ne? Du hast ja früher in so typischen Comics, die Dinger rennen über eine Klippe. Wiley Coyote. Genau, zum Beispiel. Und er rennt darüber hinweg und er guckt nicht runter und läuft in der Luft weiter. Ja? Und erst wenn er anfängt runter zu gucken, stürzt er ab. Das war für mich immer das Bild des Gründers, denn du musst das ja machen. Du musst ja quasi entgegen den Gesetzen der Schwerkraft dein Geld ausgeben. Du kriegst 1 Million und gibst diese Million aus mit 80.000 im Monat. Und damit weißt du genau, nach einem Jahr ist die weg. Und nach einem Jahr musst du was vorweisen. Ja, und du musst halt wissen, dass quasi du so gut nach vorne rennst mit dem Geld, dass nach dem einen Jahr wunderbarerweise von der anderen Seite der Klippe die Brücke kommt in Form von dann der Series A oder nächsten Runde, die dich weiter
wachsen lässt und die dich weiterfinanziert. Wenn du nämlich dich hinsetzt und sagst, ach, 1 Million ist gut, jetzt brauche ich Sicherheit, jetzt gebe ich davon nur 20.000. Ja, genau, ich gebe davon nur 40.000 aus und den Rest hebe ich mir auf. Dann kann das gut gehen. Dann hast du 2 Jahre Runway, wie das bei uns heißt. Ja, deine Burn Rate ist dann geringer, aber am Ende bist du vielleicht nicht schnell genug, gerade wenn es Wettbewerb ist. Und das ist das Spannende zur Zeit. Zurzeit werden Firmen gegründet letztes Jahr. Also ich habe jetzt verschiedene Finanzierungsrunden gesehen. Da wird eine Firma gegründet im März 21. Dann kriegt die quasi zu Gründung Pre-Seed 10, 15 Millionen Dollar. Dann kriegt die 6 Monate später 75 Millionen Dollar. Krass. Also das ist krass. Und das Geld wird auch in dem Tempo ausgegeben und es werden auch Erfolge produziert. Ja, da muss man natürlich sich immer anschauen, das ist, was ich vorhin meinte mit Eiszeit. Also wenn es einen Grund gäbe zu glauben, dass eines Tages auch bei Erfolg es kein Geld gäbe und das wäre bei einem harten Finanzcrash eventuell mal für kurze Zeit der Fall, dann muss man sich in dem Augenblick anders verhalten. Aber ansonsten ist es rational für den von dir beschriebenen Beispiel Gründer oder Gründerin, das Geld auszugeben. Das Geld auszugeben, um die Ziele zu erreichen, die man vorweisen muss, um dann das nächste Geld zu bekommen. Ja, und mit 80.000 im Monat kann man, wenn man erstmal eine kleine Struktur hat, kann man sich locker ein paar Entwickler und so weiter und so weiter. Das heißt, wie ich oft sehr gern zitiere aus Gattaca, ein Film aus der 90er, den ich liebe, man darf sich nichts für den Rückweg halten. Und dann kommen wahrscheinlich, also bei für mich, ich habe ja eine Agentur, meine Agentur ist ein Traktor, ne? Das wurde ganz langsam aufgebaut mit Kunden ohne Investitionen und man muss weg von diesen Denken, das tut man sowieso immer als Unternehmer, immer wieder. Du buchst Sachen, du weißt, du nimmst Verantwortung für 10 Jahre, obwohl du keine Ahnung hast, ob du in 2, 3 Jahren noch da bist am Anfang. Also nichts für den Rückweg halten. Wie ist es denn, zahlen sich jetzt diese Gründer schon oder geht das ganze Geld einfach nur in der Firma? Da gibt es bei Investoren unterschiedliche Meinungen, ne? Ja, nee, also sag mal so, ich glaube, jeder Investor weiß, dass die Gründer ja auch leben können müssen, ne? Also wenn Gründer jetzt, der beschriebene, der oder die Single, ja, also 3er-Team, 2 Frauen, 1 Typ, alle haben ein bisschen Rücklagen, weil sie vorher 2 Jahre gearbeitet haben, leben jetzt und brennen für ihre Idee. Also ich habe natürlich meine erste Gründung eben auch mit meinen Rücklagen selbst finanziert. Wir hatten auch die ersten Mitarbeiter, die wir selbst finanziert haben, aber irgendwann ist das eigene Geld weg. Mhm. Und wenn du dann nicht schaffst, einen VC zu finden, wird es irgendwann eng. Ja, und dann in meinem Fall hat meine Frau gearbeitet. Tatjana hatte einen super Job, gut bezahlt bei einer Bank. Das war schon ein bisschen angenehmer zu wissen, dass man im Zweifelsfall sich trotzdem das Abendessen leisten kann. Ne? Selbst wenn man jetzt mal, als Gründer passiert es ständig, dass man, weil es gerade was nicht klappt, auf Gehalt verzichtet. Ist ganz normal. Ja. Aber irgendwann wirst du als Gründer natürlich sagen, okay, ich bin jetzt einen Schritt weiter, ich habe jetzt mein erstes Geld eingesammelt, ich kann auch schon was zeigen und dann verdienst du auch schon Geld. Also ich glaube, das Typische ist, in so einer frühen Phase, kommt nicht auf die Stadt an, wo der Gründer ist, aber so 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat zahlen sich Gründer dann schon relativ schnell. Mhm. Und jeder weiß auch, dass sie das brauchen. Ja, nur wenn der Gründer sich jetzt, keine Ahnung, 120.000 zahlt im Jahr, und die Firma macht noch keinen Umsatz, dann kann das sinnvoll sein, aber normalerweise ist das in der frühen Phase nicht der Fall. Mhm. Und unsere Firma läuft gut. Der 1 Million ist nach, sagen wir mal, 11 Monate bis 12 Monate ausgegeben. Da muss es aber schnell gehen mit dem nächsten Geld. Weil das ist jetzt noch nicht der Moment, wo diese Firma wirklich Geld verdient. Sie zeigt ein Potenzial, Geld zu verdienen, steckt aber sehr, sehr viel in Marketing rein. Wann geht man die nächste Serie idealerweise? Nach 10 Monate, 8 Monate? Nee, das ist genau der Grund, warum man größere Teams braucht. Weil die ersten Jahre ist ein Teammitglied oder ein FTE als Kapazität gerechnet, ist eigentlich nur mit Geldeinsammeln beschäftigt. Anders geht's ja gar nicht. Das heißt, wir waren dann 2 Gründer, aber relativ schnell waren wir mit 2 weiteren, die dann kamen, waren wir ein 4-Mann-Team,
ein CTO, ein CFO und Co-CEOs bei meiner ersten Firma. Und einer von uns beiden und ein Teil von dem CFO waren eigentlich ständig damit beschäftigt, Finanzierungsrunden zu machen. Gleich das ist am heute Anfang. Auch so. Ja, natürlich. Also wenn du jetzt ein Dreierteam hast und dann hast du die Millionen eingesammelt und dann geht's auch voran, dann wird vielleicht in dem Jahr die ersten 6 Monate vor allen Dingen gearbeitet, aber die nächsten 6 Monate brauchst du schon wieder voll zum Geld ansammeln. Musst du auch. Weil du brauchst eigentlich 3, eher 6 Monate, um so eine Finanzierungsrunde hinzubekommen. Also 6 Monate musst du dir geben. Und darum, wenn du im Januar deine Million bekommen hast, fängst du spätestens im Juli an, sehr ernsthaft dein weiteres Geld zu suchen. Und wenn du jetzt, Daniel, der Investor bist im Seed, und ich nehme an, bei dir ist es oft auch Smart Money, wenn es um Investitionen geht, weil du kennst dich damit aus. Und deine Delfine, sagt man in Frankreich, die Dauphin, deine Schützlinge fangen an, nach 6 Monaten wieder nach Geld zu suchen und nehmen wir mal an, kriegen eine Investition über 30 Millionen. Was macht der Seed Investor meistens? Bleibt er dabei oder sagt, hey, okay, ich verkaufe meine Anteile und mache mein X oder ist es mal so, mal so? Also normalerweise verkauft der Seed Investor nicht gleich. Im Gegenteil, es wird sogar erwartet, dass der mitgeht. Das nennt man Signaling. Ja, also wenn ich, du hast eine Firma, ich habe in dich investiert, ich habe dir die ersten 100.000 Euro gegeben und noch ein paar andere auch, du hast 500.000 Euro bekommen, ja, in einer, oder von mir ist 1 Million, ja, und dann kommt der größere Investor rein und tut 3 Millionen auf den Tisch. Dann freut er sich schon sehr, wenn eine weitere Million von den bisherigen Investoren kommt. Okay, das heißt, du gehst nochmal im Pott. Absolut. Und normalerweise ist es, also jetzt mal bei Tiburon so, bei Mountain Alliance ist es anders. Da haben wir mit ganz anderen Summen, da haben wir auch gesamte Portfolien gekauft. Ja, aber als Tiburon investiere ich nur mein privates Geld mit 1, 2 Partnern. Und dann investiert man in so einem ersten Seed-Runde vielleicht 100.000 Euro, vielleicht 50.000 Euro. Mhm. Und legt bei der nächsten Runde eben nochmal 50 oder 100 nach. Mhm. Und man hat... Und darum ist auch wichtig, das machen aber alle VCs so, wenn man ein Investment macht, nimmt man gleich gedanklich einen Teil von dem Geld, was man insgesamt hat, legt man sich zurück, um da weiter zu investieren. Weil man weiß, das geht weiter. Weil man davon ausgehen muss, dass es weitergeht. Ja? Und wir bei Tiburon investiere ich normalerweise ein Maximum von 200.000 pro Company. Dann ist irgendwann Schluss, weil sonst geht's für uns mathematisch nicht auf, ja, weil wir ja viele Investments haben. Und das bedeutet, dass man am Anfang nicht mehr als 100.000 investieren kann. Weil wenn man gleich 200.000 reintun würde, hätte man nichts mehr, um nachzulegen. Und danach beim Serie A ist es ja auch teurer. Also du gibst mehr Geld für weniger Anteile. Ne? Genau. Was ist dein kleinstes Ticket? Also das kleinste Ticket, den du je genommen hast? Das kleinste Ticket, was ich je gemacht habe, waren, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Euro. Und dafür habe ich meistens sogar relativ viel Anteile bekommen. Was heißt viel? Also für 2.000 oder 3.000 Euro habe ich dann vielleicht 5% bekommen oder so. Echt? Ja? Wow. Ja. Ja, aber und natürlich war das nicht jetzt. Heutzutage ist das nicht wirklich vorstellbar. Mhm. Aber ich habe angefangen zu investieren 2001. Nachdem der Crash war und wir überlebt haben, sind halt viele Unternehmer, die dann gestartet sind, auf uns zugekommen und gesagt, ihr seid eine von den Firmen, die noch am Leben sind. Was habt ihr richtig gemacht? Helft uns. Mhm. Und damals habe ich mehr beraten als investiert. Ich hatte auch nicht viel Geld zum Investieren. Und darum bestand es eher aus Sweat Equity. Ja, also die Anteile, die man durch seinen eigenen Schweiß bekommt. Darum heißt es Sweat Equity. Ja? Sweat. Viele Leute sagen Sweat Equity, hat aber nichts zu tun. Ja? Sweat, im Schweiß des Angesichts hilft man diesen Gründern und dadurch erdient man sich ein paar Anteile. Ja? Und die bezahlt man dann nominal, das sind ein paar tausend Euro. Und die paar tausend Euro haben sich gelohnt? Oh, in vielen Fällen sehr. Und ja, heutzutage ist das kleinste Ticket heutzutage ist 10.000 mindestens irgendwo. Und da bist du mini. Genau, ich glaube auch. Also ich glaube, das hat sich eben wirklich geändert. Aber natürlich muss man auch sagen, da muss man auch unterscheiden, an welcher Stelle ist man Investor und wo ist man schon ein kleiner Mitgründer von so einem Team und so. Also man sagt ja eigentlich, das erste Geld,
kommt von den drei F. Friends, Family and Fools. Ja, ist, also Love sind, Money, ja. Ja. Mhm. Genau, das sind die Ersten, die einfach das Geld geben, weil sie an die Person glauben, die Person schon kennen. Darum sind es Friends, Family and Fools. Ja. Mhm. Und danach kommt dann vielleicht das erste halbinstitutionelle Geld. Also ich mit Tiboron bin ich ja eigentlich so eine Art institutioneller Business Angel. Ja, ich an Tiboron sind 4 Leute beteiligt, mein erster Partner, mit dem ich gegründet habe, GetMobile damals, und auch Tiboron, Tim Schwenke, mein heutiger aktiver Partner Felix Artmann, meine Frau und ich. That's it. Cool, also das ist interessant. Und du hast demnächst investiert in Hardware, habe ich gehört. Ja, genau. Wir haben eine super, die launcht jetzt gerade und ich habe heute, darum war ich auch 5 Minuten zu spät, sorry, aber ich habe die ersten 2 Verträge in München geschrieben für Steematic. Ja, könnt ihr euch anschauen, wunderschöne Website, ja. Steematic.de, ist wie Steam, wie Dampf, ja, und da geht es um eine sehr coole Maschine, die aussieht wie, aus wie eine Kreuzung zwischen Apple und Braun, die Smart Food produziert. Also was die Maschine macht, ist de facto, du kriegst innerhalb von 30 Sekunden ein super flüssiges, fluffiges, fettfreies Rührei produziert. Mhm. Oder ein Porridge. Oder eine Suppe. Oder Nachtisch. Oder ähnliches. Also es gibt so 4, 5 unterschiedliche Essenskategorien. Alle super gesund, alle super schnell. Und alle mit Hilfe von Dampf produziert. Die Maschine ist komplett natürlich mit Apps und sagen wir, digital gesteuert. Mhm. Jedes Gericht, auch unterschiedliche Porridges, kriegen unterschiedliche Hitzen und Dauern. Und dadurch wird optimal schnell dein gesunder, wenn du so willst, Snack zubereitet. Und wir werden diese Maschinen vor allen Dingen verkaufen an Wiederverkäufer, also an Cafés. Heute habe ich, das ist auch cool, heute habe ich die ersten beiden Maschinen in München verkauft an eine meiner allerersten Beteiligungen von Tiboron. Moment, Moment kurz, Daniel. Das bedeutet, dass du Aufsichtsrat von Mountain Alliance, diesmal sage ich es richtig, so Investor, erfolgreicher Unternehmer mit Exit, du gehst deine Maschine verkaufen bei den Restaurants, wieder absolut mit deinem Pilgerstock. Absolut. Also nicht ganz so hart. Ja, ich habe die beim Mittagessen verkauft, aber okay, aber jetzt erstens, wird's ja klarer. Ja, ja, aber ich habe erstens 2 Sachen vorhin beschrieben, die auch das prägen, was ich zurzeit mache. Also wie gesagt, ich bin der zweitgrößte Aktionär von Mountain Alliance. Wir haben ein super Portfolio da drin, was sich auch stark weiterentwickelt. Mhm. Und darum bin ich dort weiter der Haupt-Investor Relations Guy. Ja, aber mit der Zeit, die ich jetzt habe, weil ich nicht mehr Vorstand bin, sondern Aufsichtsrat, wechsle ich im Augenblick auf die sehr früh investierende oder sogar mitgründende Seite. Weil, wie vorhin besprochen, zurzeit ist das Pendel eher in Richtung Gründer geschwungen. Also Founders Equity, Gründungsanteile, sind heute sehr viel wert, weil Bewertungen so schnell so hoch gehen. Darum steige ich heute in Firmen ein mit Geld und echter Mitarbeit. Darum nennt man es Sweat Smart Equity. Okay, weil Smart Money nenne ich das immer. Mhm. Ja, genau, richtig, man kann das Smart Money nennen. Aber das gehört auch wirklich dazu. Und das geht mir seit 20 Jahren so. Man kann nicht nur Investor sein. Wenn man nur Investor ist, verliert man den Touch zur Realität. Man muss ab und zu auch wieder in Firmen arbeiten, Dinge aufbauen, Krisen bewältigen. Das gehört dazu. Feuer löschen. Nur gerne, ganz genau. Ja, und das, das mache ich zurzeit. Und was mir zurzeit wirklich Spaß macht, ist diese geile, diese Steematic Company. Die ist gerade jetzt gelauncht. Die hat jetzt, im Februar werden wir die ersten 30 Maschinen im Markt haben. Wow, das ist ja wenn noch wir ganz 100, frisch. Ganz, ganz frisch. Wenn wir 100 Maschinen, also die Maschinen gibt es erst marktreif seit 3 Monaten. Ja, und dann war noch Corona und alles schwierig. Und jetzt wird quasi richtig Gas gegeben. Und ich glaube, wenn es gut läuft, ist diese Firma in 2 Jahren verkauft. Mhm. Weil bei 100 Maschinen im Markt sind wir schon schön profitabel. Das Modell erkläre ich vielleicht kurz. Ne? Ja, gerne. Ist eine wunderschöne Maschine, die mit so einer Dampflanze, also mit einem Dampf, wie man es für Kaffeemaschine Espresso kennt. Genau, richtig.
die mit dieser Darmpflanze vollautomatisch programmiert, ganz schnell eben diese Nahrungsmittel zubereitet. Wir nennen Smart Food Innovation. Aber das Geschäftsmodell, wir verkaufen diese Maschinen nicht und schon gar nicht an Endkunden. Wir verleasen diese Maschinen nur und auch nur zusammen mit Food-Paketen. Das Modell ist Rasierer und Rasierklingen. Das Modell ist wie Nespresso. Wir verkaufen diese Maschinen an Kaffeeketten oder an Büros. Und die Kaffeeketten produzieren das Essen für ihre Kunden. In den Büros gibt es das Essen für die Mitarbeiter, meistens kostenlos. Weil man kann für die steuerlich mögliche Summe von unter 5 Euro, glaube ich, ist die Größenordnung, dem Mitarbeiter im Büro 3 warme Mahlzeiten am Tag ermöglichen. Morgens ein Porridge, mittags eine Suppe oder ein Rührei und nachmittags noch ein Nachtisch. Und das kostet nicht viel. Das kostet die Firma 149 Euro im Monat. Und ich nehme an, dass je mehr es läuft, desto mehr Gerichte werden dazu kommen. Genau, aber richtig, aber vor allen Dingen ist auch so, was wir sehen auch heute schon, in manchen, bei manchen Standorten gehen nur Rührer. Da wollen die alle Rührer haben. Wir haben zum Beispiel in München eins im Olympiabad stehen. Also wer das hier hört, aus München ist, kann sich in München an 2 Standorten anschauen. Olympiabad München und in dem im Café der LMU, direkt hier, das Hauptgebäude, da gibt es so ein Café, das ist auch drin bei Primo Espresso. Kann man sich anschauen. Und der Punkt ist, genau, nur was für mich daran faszinierend ist, ist, wenn wir diese Maschinen im Markt haben, haben wir ein Recurring Revenue Modell. Und jetzt sind wir wieder beim Investoren-Fachterminus, ja. Viele Investoren, wir auch, lieben Modelle, wo es wiederkehrende Einkünfte gibt. Deswegen liebt ihr SaaS. Genau, darum lieben wir SaaS. Und diese Steamatic ist quasi, ist kein SaaS, ist eine Maschine, ist echtes Produkt, was halt auch mal wieder Spaß macht zwischendurch. Aber vor allen Dingen geht es hier um wiederkehrende Einkünfte, weil die Firmen zahlen uns jeden Monat X für das Maschinenleasing und Y für das Food-Abo. Es ist ein HaaS. Hardware as a Service. Genau. Wahrscheinlich ist es sogar ein FaaS, Food as a Service. Ja, ja, stimmt, FaaS. Ja, und man kann es vielleicht sogar vergleichen mit den Espresso-Maschinen oder den Kaffeemaschinen in Firmen. Es gibt große Firmen, die verleasen den Firmen die Kaffeemaschinen. WMF macht das zum Beispiel, baut die Kaffeemaschinen und betreibt sie und so. Das ist ja auch spannend, ne? Also, das ist auch super faszinierend, was sich dort in den letzten Jahren entwickelt hat. Hilti kennst du vielleicht. Ja, klar, in Frankreich, so. Kaffeemaschinen, okay. Hilti. Das Kaffee, ah, so lecker. Nee. Ich meine, die gibt es vielleicht auch, aber ich rede von den Hilti-Bohrmaschinen. Das sind so Bauarbeiter, nutzen richtig Schlagbohrer. Das sind so, Hilti ist so richtig Equipment, ja? Okay. Früher wurde das verkauft. Heute wird dieses Equipment komplett von Hilti quasi im Abo zur Verfügung gestellt. Die Baustellen leasen sich das Werkzeug, was sie brauchen. Das haben uns die Kopiermaschinen und so, das war ja schon immer so, ne? Diese große Kopierer in Firmen, die wurden eigentlich nie verkauft, sondern immer geleased, Mietservice und so weiter, ne? Ganz genau. Und so stellen wir uns Steamatic vor. Insofern, Steamatic ist ein Thema, was mich zurzeit fasziniert. Und da muss man eben neben Geld auch noch andere Themen reinstecken. Und das ist Arbeit und Zeit. Okay. Ich habe gehört, es gibt, also weil wir ja auch das Thema Investitionen heute angeschnitten haben, es gibt ein Buch. Ah, ja, natürlich, genau. von wem? Ja, absolut. Also ich habe einen amerikanischen Partner noch seit Gründung dabei bei Tiburon. Wir haben auch Investitionen in den USA gemacht, der heißt Bill Fischer. Und der war ursprünglich auch Sparringspartner, heute sind wir Freunde. Aber der hat irgendwann, weil wir gemeinsam viel investiert haben, hat er vor allen Dingen aber auch als Gründer sehr viel Geld gesammelt hat er aufgrund unserer gemeinsamen Erfahrungen ein Buch geschrieben. Und das heißt The Six Secrets of Raising Capital. Und da sind viele seiner und einige meiner Geschichten drin. Und es ist vor allen Dingen eine super Lektüre, die schenken wir unseren Gründern, wenn wir mit Gründern sprechen. Im Büro haben wir einige davon liegen. Es ist einfach quasi eine kleine How-to-Raise-Money-Anleitung. Ich würde vorschlagen, ich schicke dir ein paar vorbei. Ja. Und für unsere Zuhörer auch, oder? Absolut. Das soll die Zuhörer, wer sich interessiert, soll sich bei dir melden, dann schickst du es ihm.
Okay, also dann sagen wir mal so, dass nach natürlich Veröffentlichung dieses Podcasts die ersten 5, die uns eine E-Mail schreiben, die E-Mail-Adresse findet ihr auf 0auf1.com. Die ersten 5, die da uns eine E-Mail schreiben und sagen, ey, die Folge mit Daniel war richtig gut und ich will mein Buch bitte. die bekommen das Buch von uns kostenlos zugeschickt. Vielen Dank dafür. Und kannst du kurz ein paar Teile von diesem Buch, also ein paar Anekdoten oder ein paar interessante Tipps, der erste, der dir einfällt zum Beispiel? Naja, also vieles von dem, oder einiges habe ich vorhin schon erzählt, aber vor allen Dingen, es geht um Storytelling. Geld raisen ist Storytelling. Du musst ein Storyteller werden. Du erzählst deine Geschichte, du musst sie für dich verstehen und du musst sie für Investoren verständlich machen. Aber es sind viele Anekdoten drin. Auch, dass man viele Frösche küssen muss, bevor die Prinzessin dabei ist in Form des richtigen Investors. Also ich glaube, es lohnt sich und lest es euch durch. Ja, super. Daniel, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt die Stunde, die du uns geschenkt hast, schon rum zum Thema Investitionen. Wie immer, wenn ich im Gespräch mit dir habe, je reste sur ma faim, bleibe ich auf meinen Hunger, weil ich das jedes Mal das Gefühl habe, hey, wir könnten noch mal locker mal 2-3 Stunden machen. Aber vielleicht treffen wir uns mal wieder zu einem ähnlichen Thema. Vielen Dank, Daniel, und tschüss. David, vielen Dank. Hat mir riesen Spaß gemacht und mache ich gern auch mal wieder. Ich bin gern Gast und auch gern Hörer von deinem Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie, es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter 0auf1.com. Und falls Sie eine Internet- und Medienagentur mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Kenntnissen brauchen, melden Sie sich. Das Team von L'Agence wird sich besonders gut um Sie kümmern.